Leute, here we go again, Folge 3 von F-Boy Island. Wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, wäre es mir eine Freude, eine Ehre, euch hier begrüßen zu dürfen auf dem Khabibi Channel. Hier dreht sich alles um Reality TV und ich würde sagen, los geht's. What? Who is it? Charlie, man. Hey, Charlie! Now I'm looking for a happy and simple life, but I want to have this happy and simple life with someone that I love. So, das ist der F-Boy, der sich in der letzten Show nicht geoutet hat, der eher gesagt hat, er ist ein nice guy. Jetzt ist er anscheinend zur Besinnung gekommen und musste sich jetzt auch in dem Camp einfinden. In der Villa der rausgewählten Nice Guys sieht es ein bisschen besser aus. You want another Pina Colada? Yeah, sure do. Just a little bit. Während sich die Jungs die Pina Colada gönnen, überlegen die Mädels in der Villa, naja, wer ist ein F-Boy, wer nicht? Okay, so the first one is Garrett. You have nice guy for him. Yeah, I think he is. I don't think he would identify as an F-Boy. Hier weiß der Zuschauer schon ein bisschen mehr. Garrett hat sich so ein bisschen verraten. F-Boy Alert. Colin. You have him as an F-Boy, oh my god. I do. Why? I just picture him as an F-Boy, I don't know. Nikia mag Colin, deswegen will sie es hier nicht wahrhaben, aber ja. Sarah denkt, Colin ist ein F-Boy. Was ist mit Jared? Because he's such a macho man, I was just like, oh, he's definitely F-Boy. No, I feel the same. I didn't expect him to have like so many layers. So, Jared, nice guy for now. Jared rettet sich hier von der Liste der F-Boys, denn Nikia hatte ein paar gute Gespräche mit ihm und denkt, ey, so ganz F-Boy-mäßig ist er nicht, auch wenn er so aussieht. Dann treffen sich alle mal wieder am Strand und es kommt zur ersten Aufgabe, zur ersten Challenge. Today we are doing selfies. But the twist, someone else is taking it, which is just photography. Okay. Die Mädels wählen sich wieder ein paar Typen aus, mit denen sie gerne das Shooting machen würden. Colin, come over. Colin, Garrett. Garrett and I haven't talked in a hot minute, so I definitely want to have some time with him to catch up. Casey. Excuse me, gentlemen. Einer bleibt übrig und das ist Cameron und sagen wir mal so, fühlt sich glaube ich nicht so geil an. Cameron. I mean, I think all my friends back home are gonna be making fun of me, so. I don't know. I got something to prove. Auf jeden Fall. Ich glaube, da kommt er erstmal nicht drum rum, wenn er wieder in seiner Heimatstadt ist. Die Leute auf der Straße sagen, ah, du warst letzter, letzter, letzter. Doch das war's da noch nicht, denn ja, die Jungs bekommen Konkurrenz. I immediately look at the guy in the middle because he is so fine. And he is walking with so much confidence. And it's such a turn on for me. Was sagt so ein Typ wie Casey zu den Neuankömmlingen? You're gonna have to bring in Zac Efron or something if you want to take this from me. Da haben wir noch mehr Selbstvertrauen als bei dem Typ in der Mitte, muss man so sagen. Und dann geht's auch schon los mit den ersten Fotos. Jetzt wissen wir auch, woher das Selbstbewusstsein kommt. Gönn dir, Bro. Not that good. No bueno. No bueno. Sah aus wie bei Bruder und Schwester, rufen die Jungs rein, aber nein. Garrett denkt sich schon, geil, endlich mal wieder ein bisschen Content für mein Instagram. Garrett knows exactly what he's doing. He wanted to do like a Sports Illustrated look on the beach and that's exactly what we did. Unhateable, die sehen schon gut zusammen aus, muss man so sagen. She looks great. We had an amazing photo shoot. Connection was there. Weiter geht's mit der Jared-Situation. Die Jared-Situation besteht aus Jared Nummer 1, The Old Jared und The New Jared. Und The Old Jared möchte sich da mal zu den Jungs setzen, aber The New Jared macht keinen Platz. Oh oh. Say excuse me, what? Excuse me, move over. There we go, family. He's been disrespecting. You give respect, you get respect. You disrespect, you get disrespected back. That's exactly what happens. Nicht so ganz. Ich glaube, er war vorher so ein bisschen respektlos. Deswegen hat der Old Jared sich auch einfach hinsetzen wollen, ohne jetzt zu sagen, excuse me, sir. Und der Jared War ist noch nicht zu Ende, denn am Abend möchte sich der New Jared revanchieren. You're allowed to speak how you, to say how you feel? You don't mind. If you're ready, I would love to get to know you. I'm talking to her. Just relax. Das war schon sehr assi. Er hatte gerade so eine tiefe Konversation mit Nikia und dann kommt der New Jared und versucht das so auf eine assi Art und Weise sehr respektlos irgendwie aufzulösen. Chill, 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 chill. Yeah, that's what I'm saying. There's no hostility here. No, but you know he's a little, he's a little intimidated by me. I understand. I'm a new guy on the block. Und was Jungs dann immer nicht verstehen, das kommt bei Frauen jetzt nicht so geil an eigentlich. Sich jetzt hier wie Alpha-Männchen aufzuspielen und zu kämpfen, wie ein V, der gerade sein ganzes Gewand ausgebreitet hat. Ja, yeah. Ist ein bisschen lächerlich. What the hell? I don't know what is going on right now.
Naja, da fragen wir doch mal den New Jared, was denn los ist. Was ist denn los mit dir? I'm not here for any of these guys. Like, I think men are intimidated by me. People look at me as a confident or cocky or arrogant guy. Ja, ist wahrscheinlich auch so und der sieht ja auch nicht schlecht aus. Natürlich ist der eine gewisse Konkurrenz. Das wissen auch die anderen Jungs, das muss man einfach so zugeben. Aber er meint, er ist auch nicht nur arrogant. Er kann auch anders. But I'm the guy that plays footsies with my girl. I cuddle and I hug. Ja, und der Cuddleboy kommt halt eben auch bei Nikia gut an. Ist so. What are your past relationships like? I've never been in a relationship. No. Never been on a relationship, ja, das ist schon fragwürdig. Ich meine, wie alt wird er sein? 25, 26, vielleicht auch 5 Jahre jünger, I don't know. Little red flags are going off everywhere. It's brilliant, you know, because I don't get into stuff I don't want. This is it, you don't get into anything. Ich finde CJ so geil, die hat immer die besten Kommentare. Not that I've always been by myself, like, yeah. Naja, wir haben noch einen dritten Neuankömmling und ja, wie schlägt der sich? If I really see a connection there, like catch a vibe, like I'll go with it. Like you don't want to miss any opportunities, you know. Wer auch keine Gelegenheit verpassen will, ist Garrett. Und der fürchtet langsam so, Sarah wird das Interesse an ihm verlieren und ja, da muss er irgendwas machen. Definitely had me worrying a little bit. I haven't talked to Sarah since my first date. I'm gonna go. Ein Mann, ein Wort, er geht direkt zu dem Neuen hin und sagt so, hey, geh mal beiseite. What is that? I'm gonna have to snag your date for a little bit, if that's okay with you, Sarah. I'm finding out that I'm definitely, like, physically attracted to Garrett. I'm still figuring out if we are on the same level, like, mentally and emotionally. Optisch, körperlich findet sie ihn heiß. Und da bleibt die Frage, ob man mit diesem Anzeichen einen F-Boy von einem Nice Guy unterscheiden kann. Ich glaube nicht. I mean, we've had a strong connection from the start, I feel like. So, there's nothing for you to worry about, like, for real. Kann man auch mal die nächsten Schritte gehen, oder? Und jetzt, passt auf, Leute. Unser F-Boy Garrett, der überlegt, weswegen er eigentlich da ist, beziehungsweise ob sich das eventuell geändert hat. I came here for the game, not for a relationship, but it's hard to even admit it. But yeah, I like her. Anscheinend mag er sie wirklich und sein Best Buddy Casey, ja, der mag CJ und das sehr, sehr gerne, aber möchte das noch auf jeden Fall vertiefen. Nicht so, wie ihr denkt. I want to get to know CJ on a deeper level. That's when it really starts to become something special. Das Problem ist eher, dass CJ eh schon hart auf ihn steht. He is the hottest guy in Ohio. He had no other option but to be an F-Boy. But I think that he can be salvaged. Na, dann schauen wir mal, ob sie ihn wieder hinkriegt. Not sure about it. I'm not an F-Boy, I'm a nice guy. Oh, I don't believe that. Und auch wenn sie zweifelt, so ein bisschen Intimitäten austauschen, geht immer. I know this is bad, but... Ugh. Was immer noch ongoing ist, ist die Situation zwischen den Jareds. No, listen. I'm talking now. Alright, so. Oh mein Gott, es wird gut. Das kann ich jetzt schon sehen. This is kind of like an ESPN2 boxing match. Got it and sit down. You're such a goober. It's kind of funny. Look what you're wearing, goober. Seriously, can you breathe in that shirt? Kannst du in dem Shirt atmen, Dicker? Oh mein Gott. Okay, der alte Jared trägt echt immer sehr, sehr anliegende Sachen. Sehr, sehr eng anliegende Sachen. Ist mir auch schon aufgefallen. Usually there's a part of my mind that's like, no, Jared, don't. That voice never came. Bro, what are you talking about? Die schreien sich dann wild ein, aber Nikia kriegt das natürlich auch mit und geht dazwischen, damit es nicht noch viel, viel unangenehmer wird. Like, I don't even want to talk about it in the first place. Da sieht man auch Nikia, eine starke Frau, die hat die Hosen an, die sagt, wo es lang geht. He knows that he's getting a reaction out of you. So that's what I'm saying, just try your best to just not let him see that, you know. Man muss sie aber auch sagen, für Jared gerade keine gute Situation. Man muss da einfach drüber stehen, egal was der Typ sagt. Aber mich hätte das auch auf jeden Fall aufgeregt, weil er schon so, der war schon gezielt. Der wollte den schon hart provozieren und hat halt geschafft. Dann kommen wir zur nächsten Eliminierungsnacht. Each of you will be selecting two men as your bottom two, one of which will be walking out of here tonight. My bottom two this week are Kevin and Jamie. Ja, haben wir, glaube ich, alle noch nie gesehen. My bottom two are Matt and Mark. Mark kennen wir, das war der, der das Date bei der letzten Folge so ein bisschen vergeigt hat. My bottom two are Chris and Fernando.
Fernando habe ich nicht auf dem Schirm. Chris ist der Maulwurf von CJ. Also eigentlich eine wichtige Bezugsperson. Wird interessant. Und zwischen den beiden gewählten Kerlen müssen sich die Frauen dann entscheiden. Jamie or Kevin? Jamie. Bye, Jamie, wer auch immer du bist. Mark. Mark ist finito. Ciao, ciao. Dann muss sich Sarah entscheiden. Tonight I will be eliminating Chris. I'm sorry. Wait, what? Oh oh, und das habe ich mir gedacht. CJ findet das gar nicht geil und legt hier Veto ein. Das kann sie nämlich auch. Dafür muss sie jemand anderes wählen. Und ja, es trifft. Matt. Chris needed to stay. Das war's für diesen Matt. Eben noch auf der sicheren Seite und auf einmal ein paar Sekunden später. Ciao, ciao. Jetzt müssen die drei noch sagen, F-Boy oder Nice Guy. I'm a nice guy. I'm a nice guy. I'm a nice guy. Dann gibt die Moderatorin dem Matt, das ist der Letzte, der auserwählt wurde, der plötzlich nach Hause geschickt wurde, das Wort, denn dieser Typ hat noch ein bisschen was zu verkünden. Und Leute, das ist wild, das ist echt wild. I was talking to Garrett off camera. Garrett said back home in LA, he would always be messing with LA hoes. And he said he wouldn't even look at you guys if it was back home. OMG, what the hell is going on? Craig has a girlfriend. Oh, beer? No. Oh. Jetzt wird dreckige Wäsche gewaschen. Aber was ein Typ. Ja, der Nice Guy packt jetzt hier aus, aber wie assi ist das? Also, ich habe mixed feelings about it. Aber das war's noch nicht. Wieder zurück zu Garrett, denn mit Garrett ist hier dieser Matt noch nicht fertig. Snap. Apparently Garrett has a girlfriend back home. Ooh. Excuse me? Jetzt wird's aber noch wilder. CJ fragt Casey, der ja sehr gut befreundet ist mit Garrett. Hier, sag mal, stimmt das? Alles sehr, sehr unangenehm. Casey, does your boy have a girlfriend? No! You don't have a girlfriend? No. He looks like he's lying. Ah, das würde jetzt auch bedeuten, wenn Casey jetzt für Garrett lügt, ist er auch ein F-Boy. Also, sehr, sehr verrückt. Aber was sagt Garrett? This was a relationship that was about 4 months long. And before I came here, we both agreed that we're gonna take a break. Are you looking for love on your break or is this just a joke? Das macht gar keinen Sinn. Also er ist jetzt in einer Pause. Während er jetzt bei dieser Show nach was sucht? Garrett does have a girlfriend back home. I think that is super shady and he should definitely not be here. Damit ist der Abend auch gelaufen. Die Show ist vorbei. Das war's mit Folge 3 von F-Boy Island. Wenn ihr Bock habt, schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Abonniert den Channel. Es wäre mir eine Ehre, eine Freude. Und ich sag wie immer, ciao.